So, da bin ich jetzt wieder, euer Jenny mit LS17. Also ich habe das Lenkrad jetzt mal reaktiviert. Mal schauen. Also, das werde ich jetzt hier nochmal schnell in die Tastatur einstellen. Nein, das können wir natürlich auch jetzt mit Lenkrad machen. Oha, ich gucke an, wer hier macht. Na, da ist er jetzt so akribisch reingefahren. Warum hat er das nicht gleich aktiviert im Fahren? Na gut, okay. Wenn er dann nochmal stehen bleiben muss, dann ist das halt sein Ding. So, danach kommt ja auch noch Soja. Da haben wir dann noch ein Feld, was wir machen können. Dann fahren wir jetzt mal. Damit ich euch das auch beweisen kann, wie schön geschmeidig man jetzt das Lenkrad drehen kann. So. Genau. Ja. Also ich habe hier noch ein ganz, eine ganz günstigere Variante. Das ist ein Thrustmaster. Ja. Und ist auch nicht so das teuerste, also wenn es mal ein bisschen knarrt oder knackt oder wie auch immer, das ist dann das Lenkrad. Da muss ich mich jetzt erstmal ein bisschen dran gewöhnen. So, ich will den jetzt abtanken. Wie gesagt, halt nicht das teuerste. Ich habe glaube ich 100 Euro bezahlt oder so. So ein Ferrari-Lenkrad. Also nochmal. Passt natürlich jetzt überhaupt gar nicht hier zu dem Spiel, aber ist egal. Und ich habe auch noch keinen. Ah, doch, es geht eigentlich. So ein Tempomat und so, das muss ich halt alles noch einstellen. Da sind jetzt 10.000 Liter drauf. Ich will jetzt nur noch mal gucken, was der Preis für Soja sagt, ob der jetzt noch weiter in die Knie geht. Hier steht ja, dass er sinkt gerade. Aber das, wir werden den Hänger ja noch voll machen. Also 3.640. 3.640. Ja, ich finde es echt doof, dass die Autos so laut sind. Ne? Da muss Giants mal was machen. Also das liegt ja nicht, an den Moddern. Ich denke mal, das kann man auch bemodden, aber ich würde mal gerne interessieren, was hier hinten denn noch los ist. Hier müsste ja dann rein theoretisch auch nochmal so eine Abfahrt sein, Abfahrtsgeschichte sein. Das muss man sich dann nochmal angucken. Und was hier hinten ist. Ist dann nochmal ein Dörfchen oder was? Wo ist eigentlich die BGA? Hier oben bestimmt, oder? Ja. Das Feld ist auch ulkig. Aber okay. Soweit sind wir ja noch nicht. Wenn natürlich der Modder sagt, jetzt okay, ich schmeiße jetzt die nächste Version auf den Markt, weil ich mache aus der Beta, mache ich halt eine Alpha. Oder die erste spielbare Version, wie auch immer. Dann werde ich das natürlich auch sofort umsetzen. Das ist ja dann wahrscheinlich auch nicht mehr so schwer. Ich höre hier Wasser. Diese Bäche, die fließen noch gar nicht. Oder diese Kanäle, eigentlich sind es ja Kanäle. Gut, dann fahren wir mal ein bisschen. Jetzt haben wir nämlich das Problem, dass der Drescher wieder stehen bleibt, einfach so. Ohne dass er jetzt sein Rohr ausfährt.
Da war ich zu langsam. Okay. Dann müssen wir das nochmal manuell machen. Das sind ja jetzt auch nur 1000 Liter. Aber der fährt ja dann gleich aufs nächste Feld. Weil wir haben da hinten ja noch ein Feld. Können wir das auch mal hier in Dings machen. Das kann man nämlich noch runterklappen hier. So dass man auch noch ein bisschen was sehen kann. Jetzt kommen wir natürlich gleich in den Konflikt hier mit der Horsch. Oder mit dem Johnny vielmehr. Dann warten wir mal kurz. Hier ist auch so ein Sichtfenster nach hinten, wie voll der Tank ist. Eigentlich recht modernes Ding. So. Ups. So, da werde ich jetzt links und rechts auch noch ein Vorgewinde fahren müssen, wahrscheinlich sogar. Ich weiß gar nicht, ob der kompatibel ist mit dem das stört mich jetzt hier ein bisschen, das Kabel vom Headset. Ups, jetzt bin ich nicht drauf geachtet. Da muss ich mir auch noch mal, ups. Na, dann machen wir es gleich so. So wollte ich es eigentlich auch machen. So, und dann lassen wir den Helfer den Rest machen hier. Warum macht er jetzt nichts? Warum hat er da jetzt was stehen gelassen? Ist ja jetzt. Dahinter ist auch noch ein Sojafeld. Oha. 19er. Sieht so aus jedenfalls. So, dann können wir jetzt gleich hier losstarten. Ups, nicht, dass er da reinfällt. Reinfährt, würde ich sagen. So, das müsste ja eigentlich reichen. So, dann können wir die Horsch noch holen. Warum hat er jetzt hier was ausgelassen? Das finde ich natürlich ein bisschen doof. Es war jetzt nicht so viel, was er hier übergelassen hat, aber Kleinvieh macht auch Mist, ne? So, und da wir ja hier dann auch wieder Soja drauf machen, kann ich hier gleich die Bahn auch mit Soja ziehen. Warum denn nicht? Ne? Hier werde ich dann auch ein Vorgewende fahren, beziehungsweise wahrscheinlich sogar zwei, weil aus der Erfahrung von den letzten beiden Feldern kommt das einfach besser. Nicht, dass er dann wieder in den Bach reinfährt oder so. Und irgendwann sich auch noch festfährt, weil da eine doofe Stelle ist. Dann machen wir es gleich lieber so. Das müsste jetzt auch noch Soja sein, so wie es aussieht. So. Oder ist das Hafer? Das ist nicht Soja, das ist Weizen. Ja, ich weiß, es ist nicht mein Feld. Ja, ich würde schon gerne Logitech haben, so, ne? Aber die kosten dann auch mal 300 Euro.
können ja immer für spenden. Wenn ich mal wieder twitche, wollte ich eigentlich auch mal wieder machen. So. Genau, jetzt machen wir das so. Huch, war jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Sondern die Pedale verwechselt. Oh je. Was ist da los? Ich komme mir schon fast vor. Nix. So, dann lassen wir es einfach mal so. Genau. So, was sagt der Kollege? 24%. Das ist ja noch nix. Trotz alledem können wir den hinterherziehen. Die beiden Felder sind ja abgeerntet, die können dann auch schon wieder. Ach, das mit dem Kabel hier, das gefällt mir echt nicht. Muss mir echt noch was einfallen lassen. So. Ja, so geht's eigentlich. Okay, ich wollte mal gerade mal ausprobieren hier, was meine ganzen Knöpfe sagen. Oh! Das war also abkoppeln. Das ist einsteigen. Ups. Was haben wir hier noch? Diese Tasten hier. Oh, das ist wieder Karte. Das ist. Ah, das ist okay. Das, damit kann ich was anfangen. Das hat nichts zu sagen. So. Dann fahren wir mal im Cockpit. Ich hab gerade gedacht, einen Blinker gehört zu haben. Oh, okay. So, dann müssen wir jetzt hier links rum. Ja, wenn das jetzt ein Feld wäre, dann ach ne, der knackt auch manchmal ein bisschen, das ist natürlich nicht schlecht. Ja, das ist halt das, was mich am Lenkrad so ein bisschen stört. Dass das halt quietscht und knatscht und ja, das ist nicht so ganz so meins. Okay. Oh Mann. Ey. Samstagmorgen. So, dann schauen wir doch mal, welche Felder wir haben hier. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, alles in olivgrün. So, dann gucken wir nochmal, welche Kontostand und Wert. Hä? Okay, warum? Normalerweise hat er das immer rot angezeigt. Das letzte kostet auch noch 146.000. Dann aber hier so die Feldränder nicht mehr so. Okay. Dann können wir nochmal Folgendes machen. Wir holen jetzt mal den Flug und können schon mal die ersten beiden Felder miteinander verbinden. Ich werde jetzt einfach mal hier rüberfahren, mal gucken. Ja, das geht, aber es ist natürlich nicht, wie sagt man dazu? Sinn der Sache. Achso, da unten hat er Bremse und so. Warum hat er eigentlich vier Pedale? Rechts ist Gas. Dann hat er vielleicht eine Rechtsbremse und eine Linksbremse oder so. Keine Ahnung. Das Anlenken kommt erst ziemlich spät hier bei mir. Also ich lenke jetzt schon.
ganz langsam und dann fängt er es an zu. Also wenn ich schon etwa so 2, 3, 5 Grad ungefähr gedreht habe, dann fängt er erst an zu lenken. Da muss man sich auch was dran gewöhnen, oder? Das ist eine Einstellungssache. So, bis jetzt hier hoch. Genau, das geht. Aber ihr hört schon wahrscheinlich im Hintergrund, dass es so ein bisschen knarrt und knackt. Also das Gehäuse ist halt. Man könnte da jetzt das Ding aufmachen, da einen Schaumstoff reinpacken oder so. Dass das einfach nicht mehr so knarrt. Also Schaumstoff. Ja doch, Schaumstoff. Irgendwas, was halt nicht leitet. Einfach ein bisschen ausschäumen. Warum ist der Turan jetzt so laut? Er ist ja lauter als mein Trecker. Ich fahre jetzt hier einfach nur mal so. Ich wollte ja beim Shop, wollte ich ja den Dings noch abholen, den Flug. Und hier unten fahren gar keine Autos. So, jetzt muss ich doch mal die Maus drehen. Ups, oh, jetzt verlenkt auch noch. So, wie war das jetzt? Nee. Welcher Knopf war das jetzt? Ja, glaube ich, ja. Ja. Na, schade, das hätte ich jetzt gern gesehen, aber okay. Dann müssen wir es halt nochmal machen. Oh, das war ein bisschen rabiat. Man kann, glaube ich, diese... Ach, ich weiß, ich habe das mal irgendwo gelesen, wie das Ding heißt. Hinten diese Aufnahme für die ganzen Gerätschaften. Das ist ja keine Anhängerkupplung, das ist ja schon irgendwas mit den Arbeitsgeräten, hat das ja schon zu tun. Ich hätte jetzt auch den anderen Tunnel nehmen können, aber ich fahre jetzt einfach hier lang. Jetzt sieht man natürlich schön in dem mittleren Spiegel, das Arbeitsgerät. Warum zieht er mich jetzt hier so rüber? Hat er die Spur gewechselt? Das macht man doch nicht. Ohne zu blinken und einfach in die Maschine reinzufahren. Ob wir wirklich ja, Felder erstellen zulassen, dann ist das mit Z. Das will ich dann aber mit Tastatur machen. Beziehungsweise wahrscheinlich ist auch der Drescher gleich voll, ne, noch nicht. Ich werde das jetzt einfach so machen, dass ich da keinen Zuweg zulasse, sondern dass ich aus Feld 1 und 2, beziehungsweise meine Felder 1 und 2, dann gleich 1 mache, also 11 und 12. Weil die ja schon abgemäht sind. Ich weiß nicht, wie das mit 14, 13 und 14 aussieht. Na, das scheint alles leer zu sein schon. Ich will nochmal Blinker setzen hier, aber...
Das ist ja wie gesagt noch nicht eingestellt. So, jetzt werde ich das. Ja, wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, hoffentlich. Und bis dahin, ciao, tschüss, euer Chani. Also da wird dann auf jeden Fall auch das hier mit dem Feld gemacht. Das werde ich aufnehmen. Ja, bis dahin. Ciao, tschüss.